Willkommen zurück zu Let's Play jetzt Final Fantasy. Einen der geilsten Soundtracks, die je rauskam. Ein Minfia-Shiva. Ja, tatsächlich sieht die ziemlich gut aus. Sie hat die Kontrolle verloren. Wir müssen sie stoppen. Ausgezeichnet. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich setze mich einfach in die Off-Tank-Posi und sage, soll er doch machen. Ja, und der pullt natürlich ohne Timer, dieser. Okay, im Grunde gibt es hier nicht so viel, was zu dem, was anders wäre als das, was Shiva im Normal-Mode macht. Das Licht bringt den Frieden. Hier, Tankbuster, eigentlich so ein I don't care shit. Weggucken, was passiert, wenn sie sich umzieht, habe ich gehört. Ach komm. Kommt diese AOE auch immer, wenn sie sich umzieht? Okay, gut zu wissen. Immer. Die AOE kommt immer, wenn sie sich umzieht. Kriegt sie denn jetzt gerade? Noch den gleichen Kram wie vorher auch. In tausend Stücke sollt ihr zerbersten. Hui. Ich flieg einfach mal darüber. Ja, Rutschpartien kennt man auch. Es gibt auch wieder diese tollen AOEs, Doppelschlag. Das ist, glaube ich, eigentlich der Tankbuster. Ich habe gehört, das bringt was, wenn man Cooldowns für Tankbuster zieht. Gut. Das soll aber nicht dramatisch sein. Okay. Die Flares gehen natürlich an den... Oh shit, da kommt noch was. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber alles ist gut. Glaube ich. Ich habe ehrlich keine Ahnung von dem Fight. Ich sprügel einfach nur drauf und freue mich des Lebens. Spiegelland ist, glaube ich, diese... Ah, nee. Jetzt muss man gucken, was sie macht und dann macht das Ding genau das gleiche. Okay. Schnell hier nach vorne. Zwischen die Dinger, weil hier die Safe Spot ist. Nee, nicht alle Rinder. Das war eine Donut AOE. Wäre das eine Strahlen AOE denn? Ja, eine Donut, das war eine Fächer AOE. Weggucken. Und jetzt vor allem weg von ihr. Ihr widert mich an. Ach, jetzt macht sie eine Donut, ja? Auch das noch. Ich muss gucken, was sie macht. Ich trinke einfach Kaffee. Eisige Stille für diese Welt. Nein, jetzt werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Jeweils zwei DDs, ein Tank und ein Heiler. Soweit weiß ich noch. Und idealerweise sollten die Rangers gleich, also wir müssen hier Ads platt machen. Die Rangers sollten idealerweise dann gleich irgendwelche Tether abnehmen. Ob sie das dann machen, ist eine andere Geschichte. Aber im Moment sieht es hier doch relativ locker und entspannt aus.
Ich komme nicht mehr dazu, irgendwie was anzugreifen oder Schaden zu machen. Diese Dinger sind so schnell kaputt. Von daher läuft das hier richtig gut mit den TDs. Würde ich sagen. Ja, jetzt wurde schon ein bisschen kritischer. So, das ist eigentlich dieser Moment, den die... Fuck. Ich glaube, der ist durchgegangen. Ja, den, wie gesagt, die Rangers nehmen sollten. Aber egal. In random Gruppen nimmt das der Tank. Okay, na klar. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Rangers, wie der Name schon sagt, auf Entfernung Schaden machen können und dann gegebenenfalls der Heiler und der Range-DD das übernimmt, weil die müssen sich halt eben in dem gesamten Ding am wenigsten bewegen. Ist natürlich klar, dass der Tank das dann nimmt, der in der Zeit einfach auch weiter drauf prügeln könnte. Sorry für meine Unlogik. Nani? Achso, au. Meinetwegen. So, hier muss einer rein. Immer so viele, wie hier Kreise drumherum laufen. Hier müssen zwei rein. Und genau, wir müssen quasi so stehen, dass die AOE nicht durch den Kreis läuft, in dem der Rest unserer Gruppe steht. Und es kommt wieder ein Spiegelland. Ich muss mal gucken, wo sind die Spiegel? Da sind die Spiegel. Und es ist Axtritt. Axtritt ist eine Kreis-AOE, das heißt hier... Oh. Nein, in der Mitte ist frei. Ich komm... Fuck. Ich hab nicht ich dachte, es wären nur zwei Spiegel, deswegen dachte ich, dass da hinten der Safe Spot ist und dann sich den dritten denken hier, oh, okay. Am anderen Ende wird es sein und dann bemerke ich, dass da noch ein vierter ist und dann sehe ich in der Mitte die Safe Spot und denke mir so, what the fuck habe ich hier gemacht? Oh boy. Egal. Wir gucken den an erstmal beim Sliden zu. Ich mach mit. Doppelschlag ist wieder mal der Tankbuster. Aber ich glaube, das sieht schon gut aus. Es kommt nochmal Spiegelland. Sehr gut. Finde ich herrlich. Was wird es diesmal sein? Weggucken. Und nochmal AOE anscheinend. Gut geschafft. Schön, dass wir es irgendwie hinbekommen, immer auf First Try zu kriegen. Die Kraft der Dunkelheit doch zu irgendwas zunutze ist. Ja! Ah! Ja! Das Licht. Ich muss es zurückschlagen. Jetzt reicht es mir. Du sagtest doch, es gibt immer einen Morgen.
auf. Nächste Mal. Aber ohne dich hat das morgen für mich keinen Sinn. Oh, ist das süß. Jetzt ist hier Gaia voll auf Kuscheltour mit Lina. Was macht man Erinnerungen, wenn man das kann? Aber Rine wird einfach hier vermöbelt von allen Seiten. Und damit haben wir Eden Resonanz abgeschlossen. Eden 5 bis 8 sind jetzt quasi für uns zugänglich. Nice, ich habe die Rinepuppe bekommen. Nice, ich habe die Rüstung bekommen. Das heißt, uns fehlt nur noch eine Rüstung aus Eden 6, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 5? 6. 6 müsste das sein. Komm. Nee, ja gut, okay. Eigentlich auch gut, dass er rausgegangen ist, denn gut war er nicht. Also nicht im Sinne von er war schlecht oder so, sondern im Sinne von einfach reinzuspringen und ich hasse sowas. Du warst dort. Ich hab dich gehört. Was ist mit Shiva passiert? Hat sie immer noch die Kontrolle? Nein, sie ist fort, aber Gaia? Was? Dieser Hammer, er passt zu deinem Kleid. Wie ich sehe, bist du wieder ganz du selbst. Oh, ist das schön und noch mehr Final Fantasy 8 Musik im Hintergrund. Sieh mal, ist die nicht hübsch? Vielleicht könnten wir sie mitnehmen. Eis hat die Angewohnheit zu schmelzen, weißt du? Nicht diese Art. Nun, wenn du das sagst. Wie auch immer. Man könnte vielleicht eine schöne Halskette daraus machen. Das ist eine hervorragende Idee. Als du hier nicht zur Hilfe? Vielleicht werde ich langsam auf meine alten Tage. Anscheinend war Gaia schneller als ich. Dass sie diejenige sein würde, die das Eis bricht? Aha. Sie mögen einen holprigen Start hingelegt haben, aber ich denke, sie geben ein gutes Team ab. Vernehme ich da einen Anflug an Melancholie in deiner Stimme? Ich, so wie eine sehnsüchtige Vogelmutter, deren Junge das Nest verlassen haben? Vogelvater, bitte. Aber ja, damit liegst du nicht falsch, ganz falsch. Doch wenn der Tag des Abschieds schließlich kommt, ermutigt es mich zu wissen, dass sie nicht alleine sein wird. Und danach können wir auf ein paar Kaffeekekse ins Extraportion. Na schön, du hast gewonnen. Und wenn sie nicht so perfekt sind, wie du gesagt hast, wirst du dir das noch lange anhören müssen.
Wenn sie dir nicht schmecken sollten, gibt es noch jede Menge andere Dinge zum Ausprobieren. Ich vermute, nach all der harten Arbeit haben wir uns beide eine kleine Belohnung verdient. Mit Sicherheit. Dort waren wir und lachten, als gäbe es keine Sorge in der Welt. Es war zwar nur ein flüchtiger Moment, aber ich war zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Im Hintergrund läuft weitere Final Fantasy 8 Musik. Ball am Garten. Hey. Doch mein Leben war nie... Doch mein Leben war nie dazu bestimmt, so einfach zu sein. Yay, und damit sind wir hier durch. Rine, erzähl uns doch was. Es tut mir so leid, ihr alle. Ich habe offensichtlich noch einen weiten Weg vor mir, ehe ich mit dieser Art von Kraft umgehen kann. Doch wir haben erreicht, was wir wollten, und ich habe stets daran geglaubt. Nun sollten wir umgehend ins Lager zurückkehren und die Früchte unserer Arbeit bewundern. Ja, los, Kogo. Ich bin auch schon gespannt, was da drüben auf uns warten wird. Es ist Leben. Ist das nicht ausgezeichnet? Endlich ein bisschen grün in der trostlosen Welt hier. Aber wie schnell das Gras gewachsen ist. Ich glaube irgendwie nicht, dass es echtes Gras ist. Kann das mal jemand irgendwie anzünden oder so, gucken, ob es Plastik ist? Ich kann spüren, wie all die wiederhergestellten Elemente in Harmonie arbeiten. Ich habe stets daran geglaubt, dass Eden die Kraft hat, die große Leere wiederherzustellen, doch ich hätte nie erwartet, dass es so schnell geschehen würde. Du bist diejenige, die es alles ermöglicht hat. Wir hatten ein paar Probleme mit Shiva, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber bei den anderen lief alles andere mehr oder weniger nach Plan. Dass wir auf diese gefährliche Reise so weit gekommen sind, ist eindeutig deiner standhaften Entschlossenheit zu verdanken. Ja, als du sagtest, du würdest diese Welt wiederherstellen, hast du das ernst gemeint. Wir sind stolz auf dich, Rine. Ich frage mich, ob die Effekte des wieder ausgeglichenen Äthers sich auf den Rest der großen Leere ausweiten werden. Womöglich müssen wir einfach abwarten. Außerdem könnten wir wohl alle ein wenig Erholung vertragen. Ich muss schon sagen, Rine, es ist erfrischend zu sehen, dass du zur Abwechslung mal ein maßvolleres Vorgehen wählst. Nun, wenn mich die Erfahrung etwas gelehrt hat, dann... dass ich nichts unvorbereitet überstürzen sollte, und ich habe auch gelernt, dass sich manche Probleme nicht alleine lösen lassen. Ist das so? Seit du mich aus Humor befreit hast, habe ich allerlei Leute getroffen, die keine Mühen gescheut haben, um mir zu helfen. Ich dachte mir, ich sollte alles in meiner Kraft Stehende tun, um ihre Güte zurückzuzahlen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Doch nun verstehe ich besser denn je, dass die Dinge, die ich selbst erreichen kann, Grenzen haben.
Obwohl ich in der Lage war, Shiva zu beschwören, konnte ich solche riesigen Äthermengen nicht kontrollieren. Wenn Gaia nicht für mich da gewesen wäre, hätte ich mich womöglich nie zurückverwandelt. Das gleiche könnte ich über dich sagen. Ich war in einem Albtraum gefangen, doch du hast mich befreit. Anscheinend sind wir uns ähnlicher, als ich dachte. Wir können vielleicht nicht alles selber erledigen, aber wenn wir aufeinander Acht geben, dann können wir unsere Probleme gemeinsam angehen. Das heißt, solange dir das recht ist. Ja, ist schon in Ordnung, wirklich. Wenn es nicht funktioniert, können wir jederzeit wieder getrennter Wege gehen. Andererseits, wenn ich dem Drang widerstehen kann, dir jedes Mal eine reinzuhauen, wenn du mich nervst, was ehrlich gesagt häufig der Fall ist, dann habe ich keine Einwände dagegen, bei dir zu bleiben. Wirklich? Das ist aber lieb von dir, Gaia. Moment, hat Gaia gerade eben gesagt, wenn sie Rine gelegentlich verprügeln darf, bleibt sie bei ihr? Sehr witzig. Dürfte ich vorschlagen, die Unterhaltung in Amareng fortzusetzen? Die große Leere mag nun zwar das Wachstum von Vegetation unterstützen, doch die Normalisierung hat gerade erst begonnen und es birgt noch immer Risiken, zu lange hier zu verweilen. Stimmt etwas nicht, Tancred? Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Lasst uns gehen. Ach, herrlich. Endlich geht's mal wieder ein bisschen weiter. Bevor wir weiteres unternehmen, sollten wir Jalfort Bericht erstatten. Er wird wissen wollen, wie es uns in der großen Leere ergangen ist. Wo wir schon von Mozok reden. Es gab da eine Leckerei oder so, die mir beim letzten Mal ins Auge gefallen ist. Ich kann sie nicht so recht beschreiben, aber sie sah matschig aus. Ich habe zwar den Verdacht, dass ich es bereuen werde, aber ich würde sie gerne mal probieren. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie sehen nicht besonders appetitlich aus, aber ich wette, sie schmecken hervorragend. Vielleicht sollten wir auch einen Topf dieser gelierten Würmchen probieren. Ich lasse dich auch zuerst abbeißen. Nein, danke. Erst Kaffeekekse, jetzt Würmer in Gelee. Wenn sie doch wenigstens mal was Vernünftiges essen würden. Dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Du nicht! Während Tancred und ich nach Crystarium zurückkehren, um unsere Gefährten über unsere jüngsten Erfolge in Kenntnis zu setzen, könntest du Rin und Gaia nach Mozok begleiten? Eigentlich nein. Na gut, ausnahmsweise. Nur weil du so lieb gefragt hast. Komischer Dude. Und weil ich immer noch einen Kaffee habe. Und weil Jalfort auf uns wartet. Wer ist dieser Typ eigentlich? Und warum ist dieser Auftrag so wichtig für ihn? Egal. Reden wir nochmal mit ihm. Ist alles in Ordnung, Fräulein Gaia? Das wird es sein, sobald wir aus dieser Wüstenstadt rauskommen. Wenn ich noch eine Nacht in diesem schäbigen Zimmer schlafen muss, schreie ich. Es tut mir wirklich furchtbar leid, dass die Unterkunft nicht zufriedenstellend war. Ich werde mich umgehend nach einer komfortablen Bleibe umhören.
Ja, ich denke, wir werden in Mordsock bleiben, zumindest fürs Erste. Es könnte eine Weile dauern, den Bericht zu schreiben. Immerhin war unsere Expedition ziemlich, ja, ereignisreich. Dufte, ich weiß es wirklich zu schätzen, was du getan hast, und es tut mir leid für all den Ärger, den ich dir bereitet habe. Machst du dir immer noch Gedanken darum? Was geschehen ist, ist geschehen. Außerdem ist doch am Ende alles gut gegangen, oder? Du hast recht. Nun, wie wär's mit einer kleinen Belohnung, die wir uns selbst versprochen haben? Es gibt hier zwar keine Kaffeekekse, aber ich habe gehört, dass die Würmchenkuchen unwiderstehlich sein sollen. Oder war es widerlich? Ich vermute, es gibt nur einen Weg, jetzt das herauszufinden. Ich bin mir sicher, die örtlichen Delikatessen werden uns weiterhin beschäftigen. Während wir Berichte schreiben und über unsere weitere Vorgehensweise nachdenken, hoffentlich haben wir mal wieder die Gelegenheit, in die große Leere zu reisen, um zu sehen, wie die Dinge sich dort entwickeln. Und ich denke nicht einmal daran, mich und denk nicht mal daran, mich hier zu lassen. Das ist schön. Komm, hau ab. Geht spielen. Kommt, geht woanders hin. So, und Lori ist wieder soweit. Rechtsklick. Dufte, womit kann ich dich begrüßen? Kann ich dir sagen? Ich habe einen neuen Bericht abgegeben. Wir haben alles geschafft. Wir sind voll weitergekommen und so weiter. Kommt weg mit euch. Innenresonanz episch freigeschaltet. Yay. Es hat auch massiv lange gedauert. Nein, du nicht. Ich schon, du nicht. Ich will mein Loot haben, nicht nur ein Buch. War das nicht nett? So, auf jeden Fall für uns kann ich schon mal sagen, wir können wieder zurück nach Crystarium. Da geht es für uns dann nämlich weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duftenden Typ, der duftenden Mieze und wer auch noch alles dazukommt und hoffentlich eine Person nicht. Uriange. Von dem Typen habe ich nämlich gerade echt gerade die Schnauze voll. Der Typ ging mir in diesen Edenteilen so dermaßen auf den Puffer, dass ich. Näh. Also, bis bald.